und 17:30 Uhr Zeit für Half-Life Alyx und ein wunderschönes Spaziergang mit Jeff. Oh ja, da habe ich jetzt schon richtig Bock drauf, ey. So, ich mache mal den letzten Controller um die Hand rum, die Handgelenkschlaufe. Ich hab die Kopfhörer runter, warte, erstmal muss ich hier ziehen, das Headset nochmal richtig aufsetzen, das gefällt mir noch nicht. So. Ich bin halt schon erstaunlich müde um die Uhrzeit, ich meine, es ist 17 Uhr. Und ich bin halt einfach schon, muss meine Hand, das an. Ich bin einfach schon müde. Genau, 3 Stück müssen wir sammeln. Das wird eine Menge. Aber ich meine, haben genug zu trinken, da heißt, kann auch gut werden. Ah, die ist so gut, das ist okay. Als ob der jetzt schwer Stress macht. Jeff, halt bitte deinen Mund. Okay, danke. Und guck mal, das ist einfach ein Getränkeständer. Na, passt. Ist die Flasche jetzt runtergefallen? Shit, das ist im Wand. Okay. Was passiert, wenn wir hier weggehen, ist die Frage. Leute, sind einfach Pfandautomaten, die pressen einfach. Was ist das denn? War die ganze Zeit die Flasche drin? Okay, alles klar. Läuft bei denen. Dann warten wir und gehen gleich zu unserem Lieblingsfreund Jeff, es sei denn. Nee, nee. Jeffy Boy, ich hab schon richtig Bock auf dich. Ich wollte smoken hier noch. Als ob er von der Kippe triggert wird. Oh, nee. Ah, die Viecher machen ja auch Krach. Irgendwie die Leiter losen machen, oder? Was zum... Shit. Okay. Dann wo Leiter losmachen, da... oh, shit. Da kommen wir sicher... Warte mal. Okay. So. Wo wir unser Deck wissen, wir machen keinen Krach. Alex. Hat die mich hier interessiert? Ist eine Kiste mit Loot? Shit. Das ist noch eine Kiste mit Loot. Schnell move, Alex. Okay, jetzt haben wir die beide offen, sehr schön. Das sind aber Spritzen drin oder sowas. Wie eine Flasche drin. Können wir die nicht einfach theoretisch dahin werfen? Ah, oh, ich wollte durch das Fenster werfen. Jeffy Boy. Zur Ordnung, Jeffy Boy. Oh, mein. Mein Gott, wirklich jetzt? Und da oben ist wieder so ein... Oh, was? Wie soll ich denn das... Wie soll ich denn das hier rauskriegen? Shit. Oh, ich hab eine Idee. Oh, oh, das wird mir nicht gefallen. Okay, wir nehmen eine Flasche. Genauso. Dann wird die nicht ausspucken. X hoch da. Oh, okay.
Und mein Handy vor den Mund halten, weil ich da den Controller nutzen musste. Okay. Numero uno ist drinne. Sehr schön. Wenn die anderen auch so einfach sind, dann freue ich mich. Aber wahrscheinlich nicht. Ich meine, irgendwie müssen wir noch Spielzeit rauskriegen, ne? Okay, ich kann runter. Ist nichts mehr, oder? Ja, dass hier noch ein Polymer angelegt haben oder so. Shit. Ist Jeffy dort? Ah. Da. Oh, shh. Shit, da sehe ich ein Polymer. Was macht der Mikrofon denn hier im Weg? Okay. Ich müsste den Shit hier hoch. Ah, da liegt Shotgun, Shit. Oh, Blimir. Oh, oh, oh. Ob er davon triggert wird. Schubkasten. Ah, hier ist eine Maske drin. Endlich. Ich lasse was austesten, okay? Ja. Ja! Das funktioniert wirklich. Sehr gut. Alex, sehr gutes Mädchen. Das Schubkasten vor dem Sushi. Schon ist halt auch live. Wir können eigentlich Spritzen snacken, die hier vorne. Hier vorne lagen. What the? What the heck? Ich bin dafür, dass wir nur das Safe Game haben, weil ich meine, es sind halt schon zwei Spritzen, ne? Also ich meine, die sind schon relativ spielwichtig, ne? Spielentscheidend. Lass uns kurz mal laden. Die Safe, Spielstandzeiten sind immer verbuggt. Ja, das kann nicht sein, dass die verbuggt, also dass der Shit halt einfach weg ist. Ja, du kannst ja einfach den Shit despawnen, wenn ich nur 10 Meter wegrenne, ja, also das, nein. Mach bitte nicht, okay, Gabe, danke. Zum Glück sind die Ladezeiten so angenehm kurz. Jetzt kann ich das Headset-Kabel hinter meine Schulter packen. Oh, vier. Wohl? Jede Minute jetzt. Ja. Den Shit hier. Was? Der hat hier gesaved? Wirklich jetzt? Oh, Spiel. Möchte ich den Safe State haben, natürlich. Anglied. Warum ist jetzt schon fertig geladen ist? Unsere Dose lässt sich richtig schlecht irgendwie attraktiv. Will ich jetzt? Alter Gabe. Das sind so Sachen, die halt so unnötig sind. So, wenn ich. Der steht hier sichtbehindert, tut mir leid, aber das macht mir das Spiel halt wirklich einfacher. Hoch, Alex. Sehr schön. Ich hasse dich, Jeff. Als ob ich das gesagt hat. Aber stimmt, ich hätte Hate You, Jeff, gesagt. Alex mag ihn auch nicht. Ja, Alex, ich verstehe dich. Alex ist auf meiner Seite. Wir sind seiner.
Wenn wir Spritzen wechseln von beide, das ist halt schon, ziemlich frech. Da kannst du noch einen Durst versteckt haben. Shit. Mal zu Bomben in so einen Scherben hier. Den Kasten hin, danke. Das Gute ist, Jeff kann uns erstmal egal sein, weil. Wir müssen nicht hosten, wir müssen uns einfach unterhalten, dass sie kann uns voll ganz. Oh mein Gott. Soll ich denn das schaffen? Vor allem, wait a minute. Kann ich mich da durchporten? Nee. What? Brian's. Es war klar, dass Jeff's nicht gefällt. Lass uns die Flasche nehmen und lass sie da hinten werfen. Oh shit, er nimmt den Weg. Okay. Oh. Ah, Mann. Nein. Oh. Was zum... Oh, shit. Jetzt komm, jetzt geht auch rüber. Was? Danke. Oh. Ich hab's. So, Gabe, jetzt bitte sei lieb zu mir, okay? Du hast nichts gehört, Jeff. Und ich mach da nicht so viel Krach, dass er. Der. Shit hier stört, ne? Soll ich denn das Rad hier reinkriegen? Soll ich das hier durchschieben oder was? Das macht dann noch weniger Sinn. What? Hä? Ich kann es bloß einen Millimeter aufdrehen oder was? Lass mal schon was aufkriegen. Okay, es geht wirklich nicht weiter auf. Okay, wir müssen alles runterwerfen und das davor ziehen, damit Jeff nicht auf den Nerven geht weiter. Ja, so geht's natürlich auch. So, Jeffy Boy. Was? Als ob er das gehört hat. Jeff. Sehen halt sowas von. Schauen, dass er meine Spritzen weggehackt hat. Jeff, du scheiß Hacker. Ja gut, lass uns die Shot. Warten. Das ist noch ein. Als ob er das gehört hat. Das ist auch ein Aufprall, was er bitte gehört. Ich verstehe es nicht. Als ob die Flasche nicht kaputt geht. Jetzt. Oh, Jeffy Boy. Shit, shit, shit. Was ist da oben? Ist halt nicht. Weißt du, Jeff, das gefällt dir nicht, aber.
vermute, irgendwas liegt dahinter, weil Gelb könnte auch noch was verstecken. Okay, ne, der hat wirklich nichts mehr. Du musst eine Menge Glas, was Jeff triggert. Oh, nicht schlimm. Wo ist die Shit-Flasche hin? Oh mein Gott, und Jeff hat's gehört. Gereicht, um ihn zu triggern. Okay. Okay. Nee. Oh shit, Jeff. Was ist eigentlich hier? Das gehört, was hat er denn gehört hier? Jeffy Boy, was ist da los? Nenn mal das mal bitte, Jeffy Boy. Okay. Es gibt halt einfach 0,000% Archiv in diesem Spiel, ja? Auch schon so ein bisschen komisch. Hey. Jetzt hätte man noch Krach. Shit. Oh. Ui. Langsam öffnen, glaube ich, macht es. Ach, schneller auch nicht anscheinend. Aber irgendwie habe ich die Vermutung, dass diese Holzkiste und Drahtholz ist. Ich hätte schon so ein paar kleine Asis gegeben, habe ich das schon mal gesagt? Oh shit. Nein, Jeff! Oh shit. Oh, irgendwie. Oh. Wie viel Schreckung habe ich jetzt? Nicht schlecht. Hier ist noch was da im Schubkasten liegt haben. Also jetzt mal das Teil, würde ich sagen. Alex, bitteschön. Numero dos. Effie Boy. Sollen wir den Schubkasten aufziehen und dann. So, echt. Lass uns hier in der Flasche. Ah! Ah, shit! Nasflasche? Den haben wir egal. Schön mal weg mit dir, Jeff. Was hinten in das Lager, ja, der weiß das Beste. Am nächsten gleich zum Steppen. Da, das geht. Shit. Oh, shit! Shit! Oh! Shit, Alter. Das hat wirklich mal richtig ab. Das Auto Magazin hat gegeben, aber es hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, mein Plan. Okay, ist halt auch. Oh, zwei reinwerfen, aber okay. Sollte ja alles rausgelotet sein, okay.
Daffy Boy, genau, geh da hin. Müssen wir vielleicht, okay, da ist das Teil, was wir brauchen. Das heißt, wir zwei Spritzen jetzt weniger haben. Gib mir einfach die Glasflasche. Auf. Nein! Kann man hier noch was drin nehmen? Schon so ein bisschen dezent annervt, ist halt, dass ich die wirklich im Medischwurzel gefahren habe. Zwei Stück, wisst ihr? Ich bin jetzt full life und hätte noch eine Reserve wieder, ja, aber nein. Hihi. Gott, der Spaziergang ist mit Jeff vorbei. Lass uns gucken, wie viel Muni ich habe. 120 Piste, lol. Bei mir habe ich 23, nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist die Frage, was für Skill können wir. Mach O4! Okay. Das leuchtet eins. Okay. Oh! Fink! Als ob Jeff! In der Ausnacken, okay. Jeffy Boy, geh in die Müllpresse! Tschüss! Jeff, das tut mir jetzt einfach. Das macht ja alles, was ich möchte. Pass auf, Jeff. Tschüssi! Winke, winke! Hat sich aus mit dir. Oh, es ist eine Genugtuung. Er ist weg. Ach ja, Jeffs. Oh. Oh. Oh my god, Jeff, are you okay? Oh, Alex ist richtig gemein geworden, Alter. Ich gar nicht von dir. Oh, shit. Das ist eine Genugtuung, dass endlich das Schärf jetzt weg ist, ey. Ha! Und diese vier Flaschen schmeißen, die ich will, juckt keinen mehr! Das ist schön. Ich kann die ganze Kiste hier nehmen. Juckt keinen! Das ist schön. Ach, hier kam Jeff her? Das ist gar nicht die andere Portale, wo wir vorhin waren. Oh
Okay, Alex, warum geht hier denn? Du kriegst die Taschenlampe an. Sag Alex, Taschenlampe-Action, die jetzt einfach nicht mehr da ist. Okay. Auch nicht schlecht. Ich will den Werkstatt reinpacken, ist die Frage. Die Müllpresse. Was passiert, wenn ich die Kiste einfach nehme? Da reinschmeiße. Kann der Müllsack hier nehmen? Nicht, oder? Ach, schade. Hätte das Fass hier nehmen? Schei auch nicht. Ah ja, ist doch nicht. Scheint zu schwer. Ah ja. Nee. Irgendwas noch aufheben kann, als ob. Okay, lass uns einfach mal rein. Was, hä? Ich hatte aber halt in der Mittelstellung, ist ja die Sache, ne? Aber war halt, ich dachte nichts dazu. Essen, bitte. Spät, ne? Der Spiel, was ist da? Ist jetzt kaputt? Alles. Ist einfach weg, die Kiste. What the? Hat er die durchgedrückt? Wait a minute. Da irgendwas in den Leuchten sehen. Das ist Reflexion von Blut, glaube ich. Okay. Okay. Nichts mit Loot hier. Ich werde Ruhe weitermachen. Oh, what did you do to Jeff? Yeah, I trapped Jeff in the trash compactor. Ja, Entschuldigung. And I crushed him. God damn! Well, I hope you came across some of the good stuff. See you around? Ja. Okay, the coast is clear. Time to get that plug open so we can get through those tunnels. Okay. Ich versuch's, ich versteh's noch nicht. Ist der Jeff jetzt getriggert, das Geräusch? Alles klar. Oh lol! Okay. Jetzt hier die Tür langsam aufmachen. What? What? Als ob, Alter. Okay. Nochmal. Nächsten. Oha. Und den noch. This is my Decker, we say. Good news! That tunnel heads to the vault. Great. Also, little heads up. I think the tunnel is full of antlions. Nein. Just in case I cut out permanently. Antlions. Antlions, antlions. Yeah, you know, aliens with stabby legs. Oh, yes. And very small, like ants. No. Like tiny little lions. No, that's not them. These ones are pretty dangerous. Right. Well, whatever they are, they're down there. Yep, off I go. Jetzt habe ich auf die Werbung drücken. Ich wollte die Busse richten gerade hier heimlich. In dem. Nein! So. Was? Er hat das Spiel beendet, als ob er das Spiel beendet. Hä? Als der einfach sich dort, ne? Der hat auf die Taste auf die WHZ gedrückt. Jetzt machen wir gleich mal erstmal das Spiel aus und machen erstmal wieder Home an. Danke dafür. Ach, so was trinken. Ey.
Oh, das will ich mich auch. Wild. Das ist ja schon cool, das ist ein VR, ja? Das ist mal 32 Jahre Ladebildschirm. Yay. Sie bist eigentlich im Chat. Und geht mein Mikrofon noch? Oh ja, okay, das geht immer noch. Hätte sein können, dass ich es wieder rausgerissen habe. Das jetzt einmal ausrichten. Ein bisschen verknurrt mit dem Kabel, sehe ich gerade, okay. Aber die Wandung ist super geil. Jetzt kann man die überhaupt nicht beschweren, ey. Die gefällt mir wirklich richtig gut. Eine gute Zeit ablesen. Die ist ultra, ich muss die unbedingt noch ein bisschen eine Folie erklären, die ein bisschen dunkler ist. Die ist wirklich, Alter. Leuchtet den Raum aus, ja. Das ist richtig, wenn du nur die Bildschirme anhast. Im Raum und diese Uhr leuchtet so hell. Ich mache die Tasche einfach draußen an. Beide Minuten bitte. Ich hab schon. Wie will ich denn lang? Ich dachte, ich war in der Brauerei einfach sitzen bleiben hier. Ist doch viel schöner hier. Lass mal gucken. Ja, komm. Ja, okay. Bin ich nicht, nee. Ich meine wirklich nicht von da als ab. Hä, das ist einfach bloß ohne Deko oder was? What? Teleportiert. Kiste da, das ist bestimmt was drin. Ach, schade. Und was ist das denn für ein Vieh, das da liegt? Was bist du? Bist du ein Ameisenlöwe? Alter, wenn so die Ameisenlöwen aussehen, Alter, dann krieg ich hier. Oh Gott. Das sind ja. Das sind ja gespawnt. Alter, wie riesig sind die denn? Ich hab 4 Shotgun Shells gefunden, soll jetzt die Ameisenlöwen killen? Ja, GG, Alter. Wir wissen ja, solange wir nur den Sand. Nicht den Sand berühren. Spawnen kann. Oh, dann hab ich eine. Oh oh! Oh meine Fresse. Oh shit. Warum leuchten denn die? Die Teile leuchten, okay. Das ist die super tolle und garantiert gegen Ameisenlöwen super toll effektive Piste nehmen. Oh ja, toll. Ich hoffe, sie verhalten sich genauso wie damals. Heißt, solange ich kein Sand berühre, sind sie nicht pisst. Das wäre sehr schön. Denn dann würde mir das Leben einfach machen. Versuche einfach nicht auf Sand zu steppen und dann hat sich das erklärt. Ich will auch gar nicht die Leute looten, weil es ist mir ein bisschen sehr risky. Ich habe Angst vor den Viechern. Ich will die gar nicht sehen. Und es ist in VR. Es ist ultra dunkel. Und dann laufen irgendwelche fetten Ameisenlöwen, die aussehen wie Spinnen hier rum. Garantiert nicht. Ich bin auf Stein. Schick. Shit, dort ist Sand. Oh nein, Musik. Komm hier nicht hoch. Alex, warum nicht, Alex? Ah, ich weiß es. Da ist schon Alex, genau da. Ah nein, ich muss auf den Boden. Da vergessen.
Half-Life Boys. Ich muss doch nicht auf den Boden. Stehe ich auf dem Fußboden? Ich glaube nicht. Ich stand doch auf dem Fußboden. Okay. Denk mal, auf die dunkle Erde darf ich nicht rauf. Oh, ein Loading-Bildschirm, okay. Okay, das wird jetzt sehr interessant. Ich hoffe, ich habe die Detective Funktion, ich habe immer bloß Glück gehabt, keine ausgelöst. Oder es sollten einfach keine kommen, oder die kommen halt einfach geskriptet, wenn ich irgendwelche Punkte überschreite. Das wäre sehr nervig. Mein Skill Beweisen kann versuchen, kann sie zu umgehen. Gabe, ich meine, ihr habt das nicht umsonst, diese Mechanik im Spiel damals eingebracht, ja. Dann könnte sie auch weiterführen. Also, das wäre jetzt wär ein bisschen affig, wenn er das jetzt einfach jetzt, ne? Also, ne? Gabe. Dunkler, langer unterirdischer Gang mit Ameisenlöwen ist nicht so das genau, wo ich mich mit befassen möchte jetzt unbedingt, weil ich meine, so sieht meine Muni. Ich glaube, es sieht auch nicht aus, dass ich jetzt einen riesengroßen Viking steigen kann. So wie ich es in Erinnerung habe, haben die übelst viel, also SMG haben die übelst viel geschluckt, ja. Und ich habe davon jetzt nicht so viel Munition. Und damals hatte ich einen Wüsten-Buggy damit bei, der unendlich SMG-Munition drauf hatte und dann schon eine Waffe drauf hatte. Ja, und damit war das schon richtig nervig. Ich hoffe mal, dass sie mir nicht ins Gesicht springen. Weil das ist in VR richtig eklig, wenn dir irgendwelche Viecher ins Gesicht springen. Dann trinke ich noch was nebenbei. Jetzt trinken wir einmal was und schon geht's weiter. Ich kann mir vorstellen, dass wenn wir jetzt den Checkpoint annehmen, dass dann. Ach, ihr seht die Welt so auch schon. Wohl. Ist aber auch, wo es schwarz-weiß, okay. Das wird gleich so ein Ameisen mit dem Schrei hören. Agentschaft? Oh shit. In dem Knast. Oh. Shit. Die spawnen hier einfach wirklich so. Oh, hat mich die Scheiße nicht erschreckt. You know, Russ, I'm sorry I didn't get you any vodka back there. That's okay. Oh, you could pick up some on the way back. Was? Das ist ein Rückweg. Musst du zu dir zurückkommen? Hatte ich eigentlich gar nicht vor. Dann haben wir noch Platz frei in der Tasche, dann kann man es natürlich mitnehmen. Hier muss man es wahrscheinlich einsetzen oder so. Irgendwo. Okay. Lass uns erstmal den wichtigsten Check im Kühlschrank machen. Was ist die? Ja, Upgrade kann ich mach den doch auch, aber. Lass mich erstmal kurz ein bisschen looten, okay? Die olle Schale raus. Hallo? Okay, Schale. Eine Gitarre rein. Okay, lass uns das Upgrade mal starten. Ob wir irgendwas Sinnvolles noch kaufen können als Upgrades, was ich wirklich brauche, was ich mir leisten kann. Natürlich spornig genau drin und erstmal was erst ich mache, Maske ab. So. Okay, der geht so, dann nicht mal, wenn wir das so machen müssen. Das geht eigentlich voll klar. So. Und hier verstehe ich auch nicht dann die Schwierigkeit, was hier so schwierig dran ist. Bis jetzt geht es eigentlich voll klar und ich bin die anderen sind schwieriger geworden schon. Das ist jetzt hier noch so. Ja. So lala, ne? Das ist ja bloß ein bisschen Puzzle, mehr nicht. So, ich probier einfach mal die Pistole aus. Ich meine, warum nicht? Da ist eine Pistole rein. Ah, 26 hätte ich halt leider was. Dauerfeuer? Nein! So wie ich mir jetzt will ich definitiv kein Dauerfeuer machen. Selbstlader? Nein! Doppelschuss? Oh, definitiv auch nicht. Da habe ich auch zu wenig Munition. SMG, hast du dafür ein gutes Upgrade?
Erweitertes Magazin, Reflexvisier. Wenn dann ein erweitertes Magazin, bräuchte ich immer noch 4 Polymere. Ich würde mehr Muni reinpacken, das wäre schon richtig cool. Warte, mehrere, würde ich ja auch für mehrere Energiezinsen, sondern mehrere heißt nicht nur eine weitere, das heißt ja mindestens zwei weitere. Das wäre schon richtig cool. Machen wir das als nächstes. 4 weitere Polymere und dann haben wir das Shit geschafft. Nur noch ob welche finde. Was doch, okay, bitte versteckt immer welche hier. In der Nähe von den Upgrade-Teilen. Ich am Kopf und da findet man welche. Das Signal sieht okay. Sobald ich das VR halt auf habe, ich das mit dem Gesicht zu kratzen. Das ist doch schlimm. Die Box leider nicht auf. Okay. Aber wenn ich mein Loot versteckt hast, warte mal. Ha! Gabe, du Schlingel! Jetzt muss ich bloß noch 2 weitere finden. Hm. Schade. Nö. Ha. Oh. Sieht mau aus, würde ich sagen. Falls wir noch 2 Stück, ich habe bestimmt irgendwo mal 2 übersehen. Mal die Power einsetzen, dass die Spritze mal in die Armtasche packen, weil ich habe halt ein bisschen Herz habe ich halt noch und deswegen lohnt es sich nicht, das jetzt echt zu machen, zu nutzen. Okay, ich denke mal, wir werden wirklich danach als Ameisenlöwen kommen. Pistol raus und los geht der Spaß. Okay. Ah, okay, das ist einfach. Oh, what the? Noch eins. Maggie! Oh, no. That's an antlion, Russell. That's an antlion? Yes. So you do know what antlions are. Yes, they're leggies. Eins, Gabe. Automatische Geschütze, sehr gut. Oh shit! Das ist nicht so, wie es aussieht. Oh, es muss ein Headcrab, okay. Vor die mehrere. Ah, Pistol Magazine. Oh, nicht. Ist doch so eine Lampe ein. Ich will nicht wissen, was da ist. Shit. Ah, ich hab's gefunden. Sehr schön. Gib mir Upgrade, Gabe, bitte. Danke. Ich möchte gerne weiter das Magazin haben. Jetzt ist erstmal richtig Upgrades reinschmeißen. Wir müssten theoretisch 5 Stacks haben. Jetzt geht's los. 6 Stück sein. Oha. Gabe, nimm alles, was ich hab. Nimm alles, was ich hab, Gabe. Meine letzten Ersparnisse sind hier drin. Oh Mann. Ich geb sie nicht für Klopapier aus. Ich geb sie für weiter das Magazin aus. Bitte, Gabe. Mach meine Waffe cool. Bitte. Dann Upgrades in der Bus noch so. Ja, okay, dann ist halt einfach. Dann einfach da. Oh ja! Wouldn't want to be on the wrong side of that. Das sieht verdammt cool aus. Shit, Alter. Erstmal ein paar Magazine da irgendwie reinstecken.
What the? What the? Wie soll ich denn? Wirklich jetzt? Wie soll ich denn jetzt hier ein Magazin reinstecken? Danke für das Tutorial-Geld übrigens, ja? Ich denke, es waren mehrere Magazine. Ja, da ist doch, steht's da, da passt es doch genug rein. Gabe! Was ist hier für ein Scam? Ist irgendwas aufziehen hier, oder? Also, wir machen mal ein paar. Schießen wir mal kurz damit? Nö. Hab keine Ahnung. Zum Moment, ob es geht. Oh, noch eins. Magazin. Oh, ein Leben. Strong. Okay. Katze, die sollten wir noch nicht nehmen. Wir gehen erstmal durch die Tür hier hinten. Weg, 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 weg. Was? Als ob ich ihn halt nicht treffe. Ja, mach die Tür zu, genau. Ging das, würde ich sagen. Ist schon mal ein Preis für Genius von mir. Was zum... Öffne das Magazin, what the? Stecken Sie drei Energiezellen erstmal. Wirklich jetzt? Jetzt. Schließen Sie das Magazin. Ja, wie? Wie einfach. Okay, kann es auch so klappen. Sehr cool. Das ist cool. Ja, das soll klappen. Ich kann natürlich auch sagen, okay, komm, drück's zu. Ey, man kann das so... fancy einfach so zuklappen. So, der kleine Scheiß halt da liegen, der ist mir auch egal. Hier ist halt nichts. Never, Alter. Hier muss doch irgendwas liegen, ein Loot. Ihr braucht doch nicht einen Raum für... nichts! What the? Tasche drin, nö, ist auch nichts drin, ist die Sache, ne? Auch nichts, halt denn? Tschüss, Gabe. Warte mal mit hier zu, weil ich meine. Warum nicht, ne? Okay, ja gut, das ist halt. Seite. Dann würde ich sagen, lass uns kurz saven. Let's go. Chef, das ist jetzt so okay. Geh mir. Was? Ui. So wie es aussieht, kommen wir nie wieder hoch, wenn wir unten sind. Heißt, ich nehme die Spritze mal mit. Ah, sie kommen einfach aus so. Wenn wir nicht den Sand berühren.
Ihre Gelenke sind die Schwachstellen. Okay, ich verstehe. Oh lol! Das ist cool. Sind also nicht so tanky mehr. Das erleichtert es mir um einiges. Also die Musik wird poppig, rockig. Griff sein Treten ist sowas von egal. Das ist einfach alles scripted. Schade eigentlich. Oh, ho, 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 ho. Oh, was? Oh, shit. Oh, shit. Warum zeigst du mir jetzt dein Ass, wenn du darum gehst? Okay, munitechnisch sieht das eigentlich richtig schlecht aus für uns. Okay. Konzentrieren. Drei, jetzt kriegen wir die down. Wenn man sich allzu schlecht anstellen. Das ist schon mal nicht schlecht, haben wir keinen Hit gefressen. Das war's. Oh, was liegt denn da oben? Das ist schon Looter, würde ich sagen. Hier tun wir nichts, okay. Lasst uns mal bitte die Healungsspritze mitnehmen. Danke. Chat sagt doch nichts. Okay. Falls wir sie mal brauchen, die Healungsspritze, haben wir sie da. Ey, passt jetzt gerade, ich sterbe jetzt hier bei der Passage? Oh Mann. Gabe, ich bin enttäuscht von dir. Das heißt aber, jetzt kommt irgendwie Combine-Action oder irgendwas anderes Nerviges, wenn sie uns. Ja, mal mit Leben vordrücken. Okay. Oh shit, ich mischt. Bist du da? Die Vieh kommt halt auch noch an. Das ist der Grüne am Arm, Boy. Ist das ein Nate? Oh. Mein Harry ist noch ein Schuss drin. Geh drauf, ekliges. Ekliges Vieh! Danke. Ah, was ist da hinten? Ich genau das, was ich brauche jetzt. Ja, Nick in Larsheim. Was? Muni? Leute. Ein Terrarium. Hey, any news on the data pod? Your dad's head's down. He's working on it. He's got to be close. Great. Weiter. Noch nicht weiter. Ja, guck mal hier. Noch mehr Polymere. Gabe, mach jetzt. Oh shit, da war eine Wand. Gabe, mach jetzt halt kein. Was hier mit dem Chip zum Grabben? So. Ich hätte einfach wirklich nichts zu sein, das Gabe. Ah. Ja, hier liegt ja noch eine Medispritze. Was soll ich jetzt nehmen? Soll ich jetzt eher eine von den beiden Medispritzen nehmen? Soll ich das Teil use? Ich use das Teil. Die Medispritze kann ich mir nur falls auch mitnehmen. Oh. Entschuldigung, Raupi. Und bei den Nose kratzen. Das ist mir ja voll. Ne. Wir haben halt noch so einen Heilungspot mit dabei, ne? Oh.
safe, dass ich so ein dickes Vieh meine, wenn sie uns jetzt wieder hier den Loot so offen präsentieren, Gabe, dann ist irgendwas, dann stinken wir hier bis zum Himmel. Okay, komm, zeig mal, was hast du uns für uns vorbereitet wieder? Gar nichts, Gabe? Okay. Ja. Shit. Die Tür war nicht mehr zu kriegen. Und die hat einfach zu. Genau so. Primäre, 8 Stück. Das läuft. Oh! Ich wollte mir die Leopardenmaske holen. Die Maske, Gabe. Lol. Wie sieht ihr denn das für euch aus? Genau, okay, nee, weil ich es auf ein Auge gezogen. Lol. Es gibt die Maske, welche Maske gibt's da noch? Was hat von BA dabei? Nochmal die gleiche, okay. Ach, shit! Meine Herren. Ich möchte doch. Alter! Du musst hier durchkommen, ohne mal attacked zu werden. Wie geht's weiter? Alter! Okay, ich schon. Alex, mach die Tür bitte zu. Dann hier gibt's noch einen Le Dor. Oh, shit, ich muss auf jeden Fall ein bisschen Raupensaft trinken. So. Bitte einmal auftanken, danke. Als ob wir die ja fast leer genug haben. Also, da hätten wir nicht mehr VR-Bereich zur Verfügung gehabt, sehr schön. Also, mein Kopf schicken. Ach! Fuck, Alter. Hab ich mich erschreckt. Oh. Ein paar alten Puppenköpfen. Mein Polymer ist hier nicht drin. Never, Alter. Jetzt. Gabe. Das war definitiv ein Schreibtisch. Das ist ja wirklich nicht, okay. Kann ich die Stimme wieder zumachen? Da. Ah! Was ist denn da noch? Lecker schmecker. Also für Pistemoni, wie ich hier verschossen habe, kriege ich das zwar nicht mehr raus, aber das ist besser als nichts. Dann zieh die Tür halt nach drinnen auf, Alex. Shit. Eins, zwei, oh shit, mein Kopf. Ich kriege wieder Nades. Das ist an sich aber nicht gut, dass ich Nades bekomme hier. Ich war keine. Jetzt gib mir die. Gib mir die Shit, danke.
Ich sehe noch keiner von meinen Freunden hier rumtollen. Okay, da. Was nicht drauf geht. Dann nimm die doch. Schöne Sache. Und wenn wir Muni sparen können, spare ich auch Muni. Ich meine, warum nicht? Spricht nichts dagegen, ja? Gib mir bitte neue Grenade. Du gibst mir jetzt hier eine Nade, danke. Irgendwie ist eine Lebensspritze gehabt, das habe ich auch gesehen gehabt, aber. Hier. Gibt mir absolut nichts, als den Stein umzuklettern. Okay, dann ist einer. Der frisst jetzt eine Nade von mir. Hehe. Da ist noch ein Nate-Männer für uns. Ah, was sieht da aus, wenn wir hier kommen? Ah, komm, bitteschön. Jetzt gib mir doch die Nate jetzt hierher. Geh auf vielleicht ein bisschen dicht. Aber er hat ihren Zweck nicht erfüllt. Alex! Okay, ist draufgegangen. Du gibst mir jetzt den Nate, hast du gehört? Danke. So. Hol die mehr noch? Mal kurz die Scheibe einschlagen. Was? Du ekliges für die Pfanne? Kann das sein? Wie kann es jetzt immer noch lebt? Oh shit! Oh, Alter, er wollte mir direkt ins Gesicht springen. Und ein bisschen Glück gehabt, würde ich sagen. Wir sollten unser Müll eigentlich richtig trennen, oder? Und dann nicht? Oh shit. Toll. Okay, jetzt haben wir bloß eine Holzkiste für uns. Gabe, grabst du bitte. Herr Alex, mal nicht. Alex, grab bitte die Holz. Danke. Was soll ich mit Spritzen? Ich hab hier noch Spritzen. Game, Alter, was denkt ihr, wie scheiße ich jetzt bin? Wo ist denn Nate? Du gibst mir jetzt deine. Danke. Nate. Liegt noch eine Heilungsspritze? Was soll denn das? Und so. Why? Und wo sind meine Granaten hin? Wie kann ich nirgends vermuten? Okay, lass nochmal aus dem Nate versorgen. Danke. Nochmal bitte. Na komm. Lasst uns kurz saven. I got something. What is it? Yeah, what is it, Dad? It doesn't look like they actually built the weapon.
Okay. Or maybe they uncovered it. What do you mean? If I'm reading this right, they tracked it to an old apartment building in the QC. But instead of going in to get it, they grabbed the whole building and built a vault around it. Holy crap. They must have been terrified of this thing. I'm trying to figure out whether we ought to be. Henker, moin! Warte mal, hab ich jetzt diese drei Stellen Nachrichten nicht gelesen? Ich spiele das. Okay, Nuder. Gut, das ist her. Schön, dass du da bist, na? So ein Half-Life Alex heute? Jeff? Ich hasse Jeff. Ich kann hier reinsteppen. Aber hier ist absolut nichts. Oh, ich ist. Ach, guck mal, da eine Kiste liegt. Endstuff mit Alex. Ich weiß nicht mehr, was du dabei hast, wie die anderen Streams schon gemacht haben. Ohohohoho. Jeez. Du nicht dich, wenn ich dich auch, hui. Nee, okay. Du kennst das bestimmt. Oder? Hast du schon von gehört, dass es released wurde und bla. Um uns dann was zu erzählen. Nicht, dass ich mir jetzt alles doppelt erzählen. Du kennst es schon, das will ich auch nicht. Deswegen muss ich auch gucken, welchen Stand du bist. Nein, nein, Spatze, Alter, Gabe, ich bin full life. Ich habe es schon 4 Stück zurückgelassen. Was wollt ihr mir jetzt damit sagen, Gabe, bitte? Oh, da ist eine Headcrab drinne. Wird die irgendwie jetzt eine Granate hoch? Die will ich irgendwie killen am liebsten. Okay, so gruselig ist los. Wie es aussieht. Ah, shit. Ah, das war eine Wand. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich gewesen. Jetzt habe ich wieder einen Screenshot gemacht. Ah, oh, Steam! Ja, bitte eure Tasten bitte für den Screenshot. Ich glaube, ich kann ihn nicht anpassen. Oh, ich habe das Wichtigste vergessen. Was sind hier? Das sind Polymere hier. Das sind einfach Punkte, mit denen ich Upgrades machen kann. Das sind hier einfach Nades. Das nehme ich jetzt gleich mit. Weil wenn ein Gegner kommt, nade ich einfach weg, kann ich Muni sparen. Und du hast ein Overlay, du siehst da unten links in der Ecke ist mein Leben. Und rechts unten bin ich jetzt auf einer Hand den Muni sehen zum Beispiel. Das ist meine Pistole. Ab und arbeite das Magazin schon drauf. Ich habe links und rechts immer ein A. Wenn dieses überhaupt. Das ist welche Items ich drin ab. Ich habe die Nades da reingepackt. Oh, shit, das sind meine Nades sind. Oh shit, das war ja auch von deinem Lebensteil lag. Oh, auch mal, ich kann dir mal jetzt mal zeigen. Drückst du rauf, wirfst du weg, hast du Spaß. Genau. Drückst du rauf, wirfst du durch die Scheibe. Ist cool. Boom. Kennt das Spiel, spielt es aber nicht schon mal, schon weil die Ausrüstung fehlt. Ja gut, ne, die Ausrüstung ist ja ultra teuer, also ich habe halt 800 Euro musste schon rechnen mit so einem VR-Shit, ne. Schon sehr teuer, da gebe ich dir recht. Aber es ist auch sehr cool, also ich meine mal, die allein schon die HTC Vive, was jetzt so die erste Brille ist von HTC mit, ist schon nicht schlecht, ich habe die auch jetzt selber. Und ich, klar, es gibt natürlich bessere Brillen, auf jeden Fall mittlerweile, aber, ey. Die macht was sie soll, ne, natürlich. Immer hochauflösende Sachen in der Zeit, ne? Und mir reicht's aus. Vielleicht werde ich irgendwo noch. Oh shit. Er hat schon wieder das hier reingepackt. Hier rein. Macht das schon mit der Ameisenlöwen? Okay. Obwohl gibt's da Loot? Nein, gibt's nicht. Wir platzen auf.
Lass uns nicht kommen, jetzt lass uns erst spotten. Hey, da oben. Ich will jetzt erstes Mal kaputt machen, die Combines. Oh, da ist ein explosives Fass. Denk mal, das werde ich nutzen. Tschüss, Combines. Muni hab ich noch drin? Okay. Reicht aus in der Piste. Das ist ein Half-Life VR, aber technisch an sich ein relativ gutes Spiel. Ein paar Fehler sind drin, und ich dachte, Alter, Mann, ein paar Items gespawnt und so, ein bisschen ärgerlich. Ansonsten. Ist wirklich halt dadurch okay. Das ist an sich kein schlechtes Spiel, macht einem wirklich Spaß, okay. Der Gegner weicht, muss durchs Auto durch und dann wird wahrscheinlich ins Wald kommen. Die Ameisen-Löwen, das ist ein Arena-Kampf. Kein Problem, Gabe. Aber lass mich kurz nochmal auf Klo gehen, Gabe. Ich muss kurz, ja, auf Klo. Aber keine Sorge, Henker, ne? Bin gleich wieder da, ja. Dann können wir gerne weiterspielen. Aber erstmal muss ich kurz irgendwie versuchen, alles ab hinzulegen, dass es nicht kaputt geht. Und dann hören wir uns gleich wieder, ne? Vielleicht drei Minuten, also ich beeile mich. Gleich.
Okay, schade, Henker ist weg. Ah ja, okay. Was soll's. Wir machen trotzdem weiter mit unserem, war höchstwahrscheinlich Arena-Kampf, gegen die Ameisenlöwen. So, lass mich die Kopfhörer runterklappen noch. So. Muss nur meine Hände wiederfinden. Da haben wir schon mal eine. Noch die wunderbaren, wichtigen Handschlaufen rummachen. So. Dann nehmen wir uns die Nails, die zum Glück nicht despawned sind. Feed Area, okay. Dann das Kabel auf den Rücken bringen, geht's los. Wait a minute, das geht so nicht. ZZ-Kabel, fuck. Das ist einfach. Wo ist denn dein Rücken? Viel besser, hätte mich noch. Und Karl ausgezogen? Nö, hab ich noch. Sehr schön, perfekt. Wofür durch das Auto? Ameisenlöwen? Ah, da sitzt er. Was? Jetzt. Wird schon satt. Die Immun sind irgendwelche Nades. Oh shit! Jetzt. Oh! Blöd! Oh shit! Geh doch drauf! Danke! Oh, sch... Mit diesen großen, leuchtenden Punkt, ich treffe! Als ob! Danke! Sehr schön. Hat mit einer Menge Muni, hat es auch irgendwie geklappt. Boah. Anstrengender Fight. Oh, ein Polymer! Aber ich finde sie gar nicht so schlimm. Der Ameisenlöwen, so wie ich dachte. So, es geht eigentlich voll klar. Sie sind nicht so gruselig wie... Oh, was ist das hier? Hier geht's weiter, okay. Da irgendwie ist was los, oder? Das ist ja wieder die Frage. Wo geht's weiter? Durch die Tür? Da lang? Oder da lang? Hm. Ach komm, wir versuchen mal die Tür. Die Tür ist abgeschlossen. Gut, haben wir schon mal eine Sache schon mal rausgekriegt. Die Tür ist doof. Oh. SMG-Money. Und dafür schon. 120. Oh, wir können 120 in die Waffe reinladen. Als ob nicht schlecht. Bitte. Blut zu trinken kriegen, als ob. Gibt keine mehr von diesen Viechern? Okay. Okay, Gabe. Ist auch. Och! Ich wollte schon sagen, der ist auch tot, alles schick, aber. Natürlich nicht. Ja, mein Freund. Oh, oh. Was? Da war voll drauf! Danke. Ich finde das Arbeitermagazin für die Piste halt richtig cool. Das ist so, wir brauchen weiter das Pistenmagazin, aber. Doch. Ich meine, hallo, das ist übelst cool. Dann schon durch die Ameisenlöwen der Kampf, ja. Das hätte ich mir auf die Tanne abhalten müssen, ja. Das hätte mich übelst mal rausgebracht, aber so. Nicht schlecht. Ich komme da oben hin oder so, aber nö.
Jetzt haben wir immer ein paar Polymere bekommen. Wie viel haben wir jetzt mittlerweile schon? 18. Und wir haben ein bisschen Hitze eingesteckt. Bin ich schon dafür, dass wir teilen, was aber nicht möglich ist, ne? Nee. Okay, Lebenspreis hätte ich irgendwie da durchschmeißen müssen, ist egal. Sieht alles noch nicht so geladen aus, die Textur. Ach, da hinten gibt es einen Lebensspin. Okay. Oh, das schaut ganz schnell. Huch! Oh shit. Hast du ein Polymer gesehen? Schuss noch? Das ist nämlich. Oh oh, da sind Minen. Die sollte ich bestmöglicherweise nicht. Der Stromzähler ist aus. Gucken wir. Eigentlich, oh, da mach ich die Meme mit an. Ah, oh, okay, lasst mich. Lecker. Wir müssen gucken. Innen erstmal. Ich muss noch relativ weiter, genau. Wenn wir die Muni haben wollen, so müssen wir uns halt das Rätsel lösen. Das Rätsel, einfach bloß den Shit da ausknüpfen und die Minen-Diffuse und so. Und ja, ich möchte die Muni haben. Definitiv. Gut, Gabe. Wenn das denn deine Aufgabe ist für mich. Boah. Da brechen wir das schon mal. Ich finde das nämlich absolut gar nichts, dass wir die Minen anmachen. Wieso machen wir das so? Magazine, eine Dose, zwei Shotgun Shells, Piste Muni. Ist ja ein Shotgun Tank, ne? Irgendwas mit hier? In seinen Taschen? Aber jemand, lass uns Rauchi mitnehmen. Na du süßer Fratz. Denn den werden wir jetzt erstmal hier fürs. Wo ist er hin? Als ob wir ihn da schon verloren haben, die sich hingekriegt haben. Oh mein Gott. Sorry, Boy, aber ich brauche ein bisschen Leben. Ja, okay, verstehst du doch. Ach ja, schön. 20 Polymere habe ich schon. 20! Oh, 150 Schuss, 100 Piste, 40 Schock. Oh, Schock, müssen wir mal nachladen. So, wie sieht's hier aus? Ist da was zum Nachladen? Nö. Ist alles voll. Was soll ich denn hinten so komisch rot? War nichts mehr rot. Oh! Mein Ameisenlöwenfreund, was geht sie denn? Okay, russischer Funk. Oh. Shit, ich hab ihn nicht doch gesehen gehabt. Ich würde doch erst grabben. Wenn hier Loot war,
ja, ne? Der ist jetzt halt einfach irgendwo. Oh, ich hätte den einfach wegschmeißen können, aber okay. Hm. Was soll's? Prison! What now? Wait, Dad, what? It's not a vault. It's a prison. They didn't build it to keep us out. They're trying to keep something in. Keep what in? Okay. I don't know. I'm not sure if this data pod even knows. But they got something trapped in there. Okay. So if it's not a weapon, are we still doing this? The way I see it, whatever's in there doesn't like the Combine very much. So we got that in common. True. So, are we still doing this? We've come this far. I say we keep going. And if you find out it's something we really shouldn't mess with, we'll call it off. That's my girl. I'll let you know what I find out. Okay. Ich denke mal, ich hoffe mal, dass nicht irgendwas Cooles drin ist. Okay, mit Superwaffe hätte ich mich auch gefreut. Wieder bitte. Ich beruhige eigentlich diese. Hm. Was Gutes. Ja. Hält im Kühlschrank? Nee. Ja, eigentlich das Coole, was ich hier sehe, ist eine Mine vor dem Tor. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal das Gate hier auf. Oh. Oh nee. Wait a minute. Das schütt hier wieder überall hin. Oh, oh mein. Jetzt. Ich hoffe, das grüne Kabel ist also absolut useless. Schön, dass wir es auch rausgekriegt haben jetzt. Was? Das macht ja absolut nichts, oder was? Wirklich jetzt? Wow. Ein einfaches. Oh wow, da. Wir haben Licht und wir haben oben einen Kurzschluss gebaut. Toll. Und mehr ist hier nicht. Wirklich jetzt? Gabe? Ich meine. Das war's halt einfach, als ob. Ist also irgendwas hier noch? Tja. Ach, was ist das? Hier was. Sein ein Kabel oder was? Ist aber halt nicht. Ja, das Telefon zeigt da, als ob X natürlich da wieder. Ui, als ob. Nein. 90 habe ich noch, okay. Jetzt habe ich 110. Oh, lol. Oh, shit. Was zur Hölle? Wirklich jetzt? Wie soll ich denn nach oben rankommen? Ja, was? Oh. Jetzt geht's zum blauen Kabel. Okay, okay, okay. Ich will es auch gucken, wo das Lokal geht. Nicht, dass irgendeine Sirene angeht, irgend so ein Shit. Ach, guck mal, das ist grün.
okay, braucht es doch. Komm. Hier runter. Dann. Okay. Also es kabelt sich immer weiter hier, ich verstehe. Okay. Jetzt gehen wir weiter, sagen wir mal so. Und es geht hier zur Torsteuerung, okay. Okay. Das wird lustig. Oh shit. Ist aber das Scheiß wieder reinspringen. Oder halt einfach so. Ich hab mich gerade reingeportet. Ah. Ich bin ja safe von dir so gesetzt, dass ich direkt wieder die Headcap töten muss. Kultur sind nicht mal voll offline. Ich hab's eine Stunde vom Stream zum Laden reingesteckt, ja? Und sie sind nicht voll. Ich weiß nicht, warum es so lange gedauert hat. Jetzt mal das Laden. Keine Ahnung. Aber ich fliege jetzt mehr dazu. Wir sind da schon sehr nah am Hochsicherheitskomplex dran, ne? Ist ja die Karte leider nicht, aber da sind wir schon sehr nah dran, ne? Hatte ich auch mit der Ameisenlippen irgendwie so fast schon. Okay, Trigger drücken. Okay, Alex. Hab's nicht hinten irgendwie Leben? Oh shit. Oh, die shit. Oh, oh Alex. Bis sie erst hochgegangen ist. Oh Mann. Ich habe ihn nämlich gar nicht genutzt, Leben. Rob, ich brauche ihn noch ein bisschen, okay? Danke. Ja. Saven? Hat wahrscheinlich gar nicht killen, weil sie ja festgebackt hat. Aber ich wollte von Musik überrascht werden. Als ob da ein Löwe steht. Als ob da ein Polymer liegt. Das ist mir zu mir gehört. Oh shit! Was? Spiele ich jetzt am besten Piste? Ja, komm, was soll's. Ich muss am schnellsten ausschalten. Zwei, drei, vier. Was? Oh, mittlerweile klappt das ganz gut mit dem Schießen. Hat die jetzt nicht gut dabei gehabt? Hm. Boah, wurde glaube ich ein bisschen spritzer, das ist mir egal. So Kanäle, das zeige ich euch zu dem Klapperstore, ja? Ich meine, wir haben jetzt hier Schiff, das schreibt genau. Okay, also wir haben hier. Oh Gott, das wird ein so schöner Klapperstore. Oh ja, oh ja. Mann, das ist
Das ist der Klapperstorch, ja? Man kriegt noch hier ein Auge. So. Ah, Beine brauchen noch. Genau. Na. Wunder, Junge. Ein bisschen Federn hier rein mal. Ey, ich soll dich so die Emotes zeichnen, das mal selber zeichnen, ja? Es sieht wunderschön aus. Hier hinten noch Schwanzfedern dran. Ey, das sieht aus wie Klapperstorch. Hätten die Orange hätte, wäre das jetzt noch besser. Ja, und der hat in den Beinen. Ah. So. Trägt er die Kinder, ja? Da. Und das schreit natürlich. Ich meine, hallo, das ist der Klapperstorch, ja? Ja, mit grün. Was kann ich mit. Oh, ich bin. Oh, ja. Und hier ist natürlich. Der noch im Baum, weil Klapperstriche fliegen nicht so hoch, ja. Und, oh, was haben wir noch für Farbe? Blau. Oh, wir wollen noch eine Wolke hin, Mann. Oh, das ist aber ein schönes Blau. Mein Schiff ist ja ein Türkis. Oh, Mann. Gelb, Schiffe sollte er nicht erstellen, ja. Und das so funktioniert mit Klapperstorch, ja. Jetzt wisst ihr das. Zum Glück habe ich euch das erklärt, ja. Da war erstmal ein Cash in das OG, Alter. Okay. Boy. Tschüss. Danke. Egal. Achso, was drin? Oh, Pistol Magazine, okay. Und es wird Tigermasken, die hier rumliegen. Ey, komme ich da nicht rein? Shit, ich hab irgendwo mein Tischbein. Ist aber auch sehr lose, das Tischbein habe ich schon öfter getreten anscheinend, aus Versehen. Game? Okay, danke, ich hab grad die Stecker zerfetzt. Oh lol, Mini-Löwenfig. Oh, Mama Löwe und Papa Löwe. Oh. Das Porzellan? So. Sieht auch nicht nach Plastik. Okay. Soll mir auch egal sein. Die Hand vom Mund, Alex? Was bringt uns das hier durchzugehen? Gar nichts. Okay, gut. Haben wir es auch rausgekriegt. Such noch Loot irgendwo. Okay. Das ist einfach kein Loot da. Ist auf jeden Fall jemand, der. Zwei Shotgun-Shells. Das ist ein schöner Loot. Oh. Wir wollen noch ein Upgrade machen, Gabe. Oh. Warte mal, was ist dahinter? Oh, mach mal alles hier aus, Gabe. Ich geh mit dem. Hier. Wir gucken, ob ein Loot drin ist. Komm, weg hier. Komm, mach alles raus hier. Ja. Oh, Shotgun Shell ist halt nicht groß. Sie siehst du halt nicht sofort. Okay. Hier, da könnte noch was liegen, ja? Hier könnte auch noch was liegen. Nö. Erstmal nicht. Sehr komische Geräusche. Ich hab die. Hatte schon gesehen, wo ich mich. Okay, wo ich will erstmal looten. Da steht doch irgendwas. Töpfchen. Kommt denn das blaue Licht da drin? Da drüben? Okay. Sand, Reflektion, Gabe. Mann, Gabe! Machst du einem auch nicht spaßig hier, ja? Lass uns unser Hacker-Tool 3000 rausnehmen.
Die Cables. Ja, ihr seid wieder geil auf mich, merkt es schon. Okay. Oh, sie haben mitten durch den Schrank. Oh, shit. Okay. War die andere Verbindung? Die war hier unter, ne? Ja. Ist es hier unten frei? Nee, was? Nee. Jetzt aber, ne? Jetzt geht's über das Kabel. Ach, jetzt geht's hier hin, okay. Muss noch weitergehen hier, oder? Jetzt geht's direkt hier hoch, was? Okay. Was? Du. Eklige Headcap. Als ob der einfach jetzt rausgejumpt kam. Im Ernst, wo wir hier das, den Shit fertig machen und da kommt die Headcrap hier raus. So, und go game. Was? Lol. Ich würde sagen, hat ganz gut funktioniert, unsere Taktik. Lass uns mal was reinschmeißen da. Ja. Okay. Oh, bitte schön, was zu snacken. Ich muss noch hier mal meinen Teil umdrehen hier. Damit unser Tor wieder aufgeht. Versteh da. Oh. Es kommt ein schöner Kampf anscheinend jetzt. Wir müssen ja nicht von dem Ding snacken lassen. Versuchen wir die ersten den Nate abzutreffen. Ha! Er ruft einfach Herr Alex! Schon wieder frech. Oh shit. Ist gut, wenn die kommen, jetzt meinen Namen rufen. Komm mal auch heilaufen. Das war's. Das war eure Vorhut? War ein bisschen kacke eure Vorhut, oder? Mein Triggerfinger habe ich hier so schnell weggedrückt. Da guckst du ja. Machst du nichts. Und zumindest hat gesagt, Nate, ich hätte sie nicht gerastet. Also ich konnte auch gut mit denen umgehen. Ah, würde ich sehen, irgendwie so. Ja. Dachte dazu, Gabe. Was macht die verrückte Sounds, Boys? Muss ich alles hier. Was? Teufel. Ah, das orange G kommt von den Ameisen irgendwo, oder? Das ist Hoppy. Ey. Hoppy! Ein bisschen leben die Pische mit. Ich meine, wenn es da ist, ich habe noch einen Teil Reserve, also von daher, das trage ich mit mir rum. Hier raufdrücken? Bringt das irgendwas? Nö, das ist irgendwas rot. Okay. Ach, hier werden die zusammengeführt. Okay, dann gehen die hier. Ach, dann gehen die großen Behälter. Okay, und die brauchen anscheinend den Saft von denen für. Für alles halt, okay. Ich frage nicht weiter nach. Ist einfach so, okay? Okay, bitte, ich würde jetzt sagen, dass ich nicht weiterkomme, ja? Okay. Dann spare ich mich hier. Mein Bestes. Ahahaha, was liegt da? SMG. Lecker. Oh, Save Point. Der. Sehr gut. Da kommt ein Schiff mal näher. Ich glaube, man hat zwar so einen Bogen rum, aber okay, warum nicht?
Oh, shit. Ich will aber das noch so oft sein, dass wir als Freitag auch noch was haben. Also ich weiß auch nicht, ob wie viele Etappen jetzt hier noch kommen, ja? Weil so ein Freitagsstream jetzt eine Stunde lang zu machen, ist halt auch dope. Überleg, oh, ist es noch 16? Hm. What? What? Logfenster, Studiumwind, ich brauche, was habe ich gedrückt? Ist das Stream aus? Nö, das ist noch nicht, ich hab keine Ahnung. Ich wollte gerade, wie mache ich das jetzt am besten? Ich denke mal, das wird der letzte sein. Das ist in Episode 9. Das wird sich dem Ende nähern. Das heißt, wir spielen es am Freitag durch. Alter, auch wir spielen es Freitag durch, einfach, würde ich sagen. Das ist machbar, sollte machbar sein, Freitag. Hm. Machen wir das schon 17 Uhr an. Und dann spielen wir es am Freitag durch. Das heißt, wir können Samstag, Sonntag schon mit Sniper die anfangen. Heißt, die Enthüllung. Oh ja. Die Enthüllung passiert nur um 17.03 Uhr. 17 Uhr bei The Girl. 17 Uhr habt ihr. Das heißt. Das Problem ist, ich kann weiter. Shit, der heißt also für. Warte, oh, ist der so Licht? Und ist einfach bloß Himmel. Ja, zum Girls, ja. Der Leiter ist. Sind wir am Freitag, ja. Nicht Donnerstag. Nicht heute, Freitag. Diesen Freitag, 17 Uhr. Seid dabei. Leute auf YouTube, ne? Ich hoffe, dass ihr zu hören. Ich lade das ja so, dass ihr auch noch die Chance habt. Morgen für euch raus, am Donnerstag, ja. Und seid dabei, ja? Wir haben Bier und Herrn Wodka, ja? Und was soll das Problem denn, ja? Ich sitze erstmal hin hier. Oh. Oh. Hallo, das ist dieser Leben. Mit Bier und Wodka. Ich warte auf euch, ne? Mit Bier und Wodka. Bis Freitag 17.30 Uhr. 17 Uhr. Nicht 17.30 Uhr, Blair, der. 17 Uhr. Wir fangen früher an. Halbe Stunde, denke ich mal. Wer wird es schaffen, durchzuspielen, ja? Ich weiß nicht, bis. Obwohl, vielleicht schon. 17.30 Uhr, 18, 19, 20. Oh, wir können es vielleicht. Wir starten 17.30 Uhr, wie noch immer. Den Plan übersichtlich nahe bringen. Genau. Weil ich habe ja Freitag genug Zeit. Ich muss nicht früh auf Arbeit oder so. Genug Zeit, ich habe Bier und Wodka da, ich meine, 40% die Wodka, ey, das kann man machen. Heißt, wir sehen uns Freitag 17.30 Uhr wieder, ja? Und dann sehen wir, was die Entwicklung ist. Oh, es sieht. Oh, es sieht heller, es leuchtet. Das muss cool sein, ja? In dem Sinne würde ich sagen, habt einen wunderschönen Abend, die Leute auf YouTube, ne? Ja, eure Chance ist immer noch. Falls ihr sagt, Alter, ich möchte wissen, wie das Half-Life-NX endet, ihr könnt gerne auch den ersten Link in die Beschreibung drücken. Dann kommen wir zu meinem Twitch-Kanal, könnt ihr gerne folgen lassen. Und natürlich auch die Glocke drücken, denn dann seht ihr, wenn ich weiter auf live gehe. Ich fange ja doch eine halbe Stunde früher an, dann kriegt das mit. Also, ist mir voll, naja, wär cool. Okay, danke dafür, ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder Freitag 17.30 Uhr, planmäßig, denke ich mal. Und dann haben wir noch schon Abend, ne? Also ich bin voll live sogar. Muni sieht gut aus. Ich denke mal, wir sind für den Endfight, wenn es einen Endfight geben wird. Los, Shotgun, was? Haben wir so viel Shotgun-Muni? Übel, wird auch nochmal belohnt. 15 Schuss nach Reserve. Alter, das ist ja ein gut Shotgun gehaushaltet. Ja. Ihr Wodka bleibt da. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. In dem Sinne, macht sich gut, macht's besser und habt noch einen wunderschönen Abend, Boys and Girls, ne? 17.30 geht's weiter. Vergesst nicht. Schreibt euch im Kalender, sagt euer Mutti. 17.30 Mutti, hab ich keine Zeit, ich muss Half-Life Alex gucken, ja? Weil, ich meine, das Spiel heißt Enthüllung. Es ist so zu erwarten, dass es dem Ende zugeht, oder dass es das letzte Kapitel ist. Von daher, tschüssi, ne? Habt noch einen wunderschönen Abend.